Hallo und herzlich willkommen zu mal wieder ein Video. Und das nicht dazu irgendein Video, sondern zur ersten Folge aus der Erlengrad MLS 22, nämlich vom Story-Projekt. Ja, unfassbar. Mittlerweile extrem lang her, das letzte Story-Projekt. Aber es sollte jetzt wieder Story-Projekt geben. Mehr dazu erzähle ich jetzt gleich. Ich darf einfach sagen, wir fangen nochmal an. Wir haben gerade unter dem Stroh Transport oder unter dem Stroh haben wir nehmen. Und ja, da sagen wir, fahren einfach einmal los, schalten die Rundumleuchten neu und dann legen wir los. Genau. Wir haben jetzt eben im 22er. Kennt man. Erlengrad, die Map ist ein bisschen sehr umgebaut. Selbst für meine Verhältnisse sage ich jetzt einmal extrem umgebaut, die Map. Es ist allerdings diesmal nicht im GE umgebaut, sondern alles in Game umgebaut. Genau, also ja. Das mir auf G verzichtet, also so ist in-game umbaut. Das werde ich eh Stück für Stück dann noch sehen und kennenlernen, was in-game umbaut ist. Oder was eben alles in-game umbaut ist. Man kennt die Map nicht mehr wirklich. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Umbauen, es wird noch viel dazukommen und so. Aber ja, jetzt geht es mal wieder los. Daher ist in-game umbaut wird, ist das nicht so schlimm und es ist eh mehr netter noch. Entschuldigung, es ist eh mehr nicht nur so ein Rand auf wie von den Map-Dinger und so, also nicht mehr ganz so viel. Aber doch noch einiges, gibt mir recht viel Mühe dafür. Gib mir recht dafür, schau, dass das Ding ist. Genau. Es ist diesmal eine kleine Besonderheit. Also, es soll jetzt schon wieder ein Story-Projekt werden, wie man es von mir kennt. Es ist zwar lang her, ein Story-Projekt, wie ich es früher immer gemacht habe. Aber das wird ein Story-Projekt werden. Und ich habe es da hinten gerade schon mal vorne gesehen. Wir haben diesmal Multiplayer. Aktuell zu viert. Wir spielen das Safe-Game auch schon seit einer Zeit. Wir haben jetzt gerade in der dritten, also im zweiten richtigen Jahr, gerade Ernteabschluss. Jetzt haben wir beim Strohhalm vier. Ja, zur Story und zu den Mitspielern und zu dem alles, da die euch noch, wenn es soweit ist, oder ja, da die euch noch mehr verzögern. Aber in dem Video möchte ich jetzt so also kurz wie es geht, also es ist schon das erste richtige Video von dem Projekt jetzt, aber ich möchte euch jetzt halt hauptsächlich einmal erklären, was jetzt da kam hat und alles. Und ja, um was da jetzt gehen soll und dann nächstes Video, was tatsächlich schon Mittwoch kommen soll, weil das Video da jetzt am Sonntag, 27. kommen. Und das nächste Video da gleich am Mittwoch wieder kommen, das ist dann der zweite März, da das dann gleich kommen. Vorausgesetzt, ihr habt drauf Bock. Und das möchte ich jetzt auch gleich am Anfang vom Video sagen, oder relativ am Anfang. Es war halt extrem wichtig, dass ihr es auch in die Kommentare einfach reinschreibt, ob ihr Bock auf das Projekt hättet. Ich erzähle euch jetzt im Laufe des Videos noch ein bisschen mehr zum Projekt, wie das so grob werden soll und alles. Aber es war halt einfach wichtig, dass ihr auch in die Kommentare schreibt oder zumindest ein Like aufs Video gibt, wenn ihr darauf Lust hättet, wieder auf so ein Projekt, wie es eben abläuft und was so werden soll. Erzähle ich jetzt gleich noch im Anschluss. Aber war das wichtig, wenn es das so ein bisschen zumindest liken darf oder auch wenn es euch nicht gefällt, nicht liken oder auch wenn es euch überhaupt nicht gefällt, das liken. Ja, hab mit Kritik kein Problem nicht. War das nur schön, wenn es das Video jetzt halt irgendwie disliked oder so oder euch einfach nicht gefällt.
da würde mich freuen, wenn ihr es dann in die Kommentare reinschreibt, wo es euch am Projekt nicht gefällt oder ob ihr einfach generell keinen Bock mehr habt, weil ihr auf Projekte, weil ihr zu lange inaktiv war. Kann sein. Genau. Aber es sollte jetzt wieder was geben, vorausgesetzt ihr habt einen Bock drauf. Das Video kommt jetzt am Sonntag. Das Video für den Mittwoch wird jetzt dort recht im Anschluss darauf aufgenommen werden. Das werde ich jetzt dann am Sonntag wahrscheinlich gleich noch aufnehmen. Wenn ihr nicht so viel Lust habt auf das Projekt, dann werden wir das jetzt, ich werde schauen, dass ich das am Sonntag auf die Nacht dann noch aufnehme. Wenn es euch gefällt, das Projekt, dann kommt das Video oder dann nehme ich es auch auf. Seht ihr dann eh, es wird wahrscheinlich am Nachmittag kommen, so gegen 2 oder so. Kruzifix. Genau. Es wird dann kommen am Nachmittag. Noch da ich wahrscheinlich die Seite Folge aufnehmen. Wenn irgendwie keinen Bock nicht drauf habt, dann lasst es auch bleiben mit aufnehmen. Dann kommt auch nichts. Aber wie gesagt, das war das wichtig, dass ihr es in Kommentare reinschreibt oder dass ihr es liked, disliked. Gerne Kritik, wenn es irgendwas euch noch nicht gefällt. Dies in der Folge. Es ist wie zuerst schon gesagt. Schon die erste Folge vom Story-Projekt jetzt. Aber jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen weniger Story. Wie soll das Projekt jetzt werden? Und ganz wichtig, dass ihr es auch ein bisschen bewerten könnt, ob es haben wollt, das Projekt oder nicht. Soll wieder so ein Story-Video, so ein Story-Projekt werden, wie man es von mir kennt. Schön mit Story, Timelapse, alles. Wir haben ja damals einmal im Netz auf Teilerbach 8 Farming gehabt. Das war ein Only RP-Projekt eigentlich. Auch ohne Timelapse und so. Das möchte ich nicht mehr. Auch wenn wir da jetzt im Multiplayer haben. Da kommen wir zum nächsten Ding. Es sollte eine Mischung aus. Also, es sollte hauptsächlich Story geben mit Timelapse, wo warten nicht, was sie länger ziehen und alles. So wie man es eben kennt. Von meinem Kanal. Und die Story sollte. An die dementsprechenden Stellen eben, verstehst du mal, dass man Multiplayer hat, auch mit anderen Leuten, die was da haben, also auch mit RP, ein bisschen gemischt werden in Anführungsstrichen. Gemischt in Anführungsstrichen eben, weil, ja, ihr gemischt, es ist ja quasi die Story, die was ich dann verzöge, die was dann nur ein bisschen besser umgebracht wird, durch das, weil ihr mehr Leute da habt. Genau. Aber es ist ja dann auch ein bisschen RP drunter. Ich hoffe, das wird schön. Oder ihr habt Bock drauf. Und ja, genau, so sollte das Projekt werden. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ich stehe nämlich gerade auf seinen Hof. Ja, das ist nämlich nicht mein Hof, wo ich gerade drüber fahre, sondern es ist der Hof von dem Bauern da. Dazu kamen wir dann eben noch ein bisschen mehr, wenn es Lust hätte auf das Projekt, kamen wir dann in der zweiten Folge mehr zum drauf sprechen, auf die anderen Charaktere und alles. Aber ja, der ist da aufgefahren, hinten über den Weg, wo wir jetzt runterfahren. Weil wir haben ja da unten nur ein kleines Feld und da müssen wir jetzt die Schubeln aufladen. Die zwei haben die nicht da zwei, aber ja, können trotzdem haben. Das ist steil runter. Ja, und ich wollte jetzt nicht. Letztes Jahr haben wir da raufgefahren, haben oben bei seinem Hof auch umgedreht und haben dann wieder runtergefahren. Nicht da raufgefahren, das ist nur schlimmer als über die Straße und deswegen bin ich jetzt auf der Straße raufgefahren. Aber das Runterfahren ist auch nicht recht gut mit voller Fuhr oder mit fast voller Fuhr. Ja, genau. Das wurde so grob das Projekt. Zu ein paar andere Sachen, da die dann gleich noch kommen. Jetzt gibt es einen kurzen Cut. Jetzt laden wir gleich die Schrobeln auf. Dazu brauchen wir einen Frontlader-Traktor. Der ist noch nicht da, denn ja, Azubi ist nicht, aber so ein bisschen aushelfen jetzt für Realarbeit, also in die Dinge, in die Ferien, weil wir auch nicht gerade im Sommer ist da am Hof. Der hilft uns ein bisschen. Der hat aber tatsächlich schon einen Traktor schön. Und ja, der
oder praktisch hängen oder nicht, aber ja, hinten umgeschossen, das geht schon. Geht ja auch, ist über die hinten umgeschossen und ja, wir haben da ein bisschen Dorf da. Wir machten nicht so viel. Aber egal. Genau. Dann gibt es jetzt einen kurzen Cut. Da werden wir auf ihrem Wort und dann werden wir die Bahn aufladen. Dann geht's gleich weiter. Und dann fällt euch noch was über Insta und Discord. Genau, bis gleich. So, geht schon wieder weiter. Ich würde mir rundum leuchten neu, machen die Tiere noch so. Und Abfahrt. Ja, ich sehe schon wieder 6, fällt mir bloß auf. Ja. Das sind eh fast die letzten Ballen. Ein Feld haben wir dann noch. Aber jetzt müssen wir jetzt erst am Hof abladen. Jetzt gehen nämlich nicht nur 2 Ballen drauf. Ja, da Dings fährt er, da fährt schon wieder mit dem Traktor weiter zur nächsten Feld, weil da haben wir noch mal mit dem Lader ab, also mit dem Hoflader. Genau. Ja, noch 2 Sachen, die haben jetzt gar nichts mit der Story jetzt da. Und das erste ist Discord, weil das ist, ja, Discord, ich habe keinen Zugriff mehr auf meinen Discord-Account. Wegen dieser Zweifaktor-Authentifizierung, die was da bei DC gibt, da habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Weil ich das Handy gewechselt habe und jetzt habe ich irgendwie den Code nicht mehr und kann mich auch nicht mehr anmelden und so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Möglichkeiten gefunden, dass ich den Code wieder zurückkriege. Ich habe jetzt einen neuen Discord-Account. Ich sollte mir irgendwie auf Discord geschrieben haben. Nicht wundern, wieso ich keine Antwort nicht gebe. Ich habe keinen Zugriff mehr auf deinen Account. Das ist das zum Discord. Somit habe ich auch keinen Zugriff mehr auf Pascal LP Discord Server, was ich damals erstellt habe, also den Discord Server für den Kanal quasi, habe ich keinen Zugriff mehr und auch auf dem DXM Discord Server, auf dem Modding Team Discord Server, habe ich auch keine Rechte mehr, weil es einen Account nicht mehr gibt. Ja, das ist problematisch. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dass ich den irgendwie wieder zurückkriege. Ich weiß auch nicht, ob es da eine gibt, dass man quasi diese Zweifaktor-Authentifizierung irgendwie umgeht oder dass man den Code irgendwie wieder zurückkriegt, keine Ahnung. Hätte schon viel probiert, hätte da schon viel im Internet danach geschaut, irgendwie findet ihr da nichts dazu oder hätte irgendwie Sachen, die was bis vor einem Discord-Update noch funktioniert hätten, aber durch ein Discord-Update funktioniert das irgendwie nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall das zum einen, zum Discord-Account und zweite Insta. Wenn es weitergehen sollte jetzt, wenn ihr Bock habt auf Story-Projekt, ich hätte Bock drauf, die anderen, die was mitspielen im Multiplayer, hätte dann auch Bock drauf. Wenn es weitergeht, dann wäre es Ding, dann wird es wahrscheinlich, ja, du birgst ab, ja, sicher, du nimmst nicht vorwärts, das ist mir klar. Dann wird es Ding geben, dann wird es einen neuen Insta-Account geben. Da darf ich die nächste Zeit noch genauer drauf eingehen. Oder es gibt momentan schon einen neuen Insta-Account. Ja, so ein Smartphone-Fort ist eh klar. Genau, es gibt momentan schon einen neuen Insta-Account. Den darf ich dann nächste Folge in die Videobeschreibung packen. Oder auch schon unter dem Video. Ich darf mir aber jetzt erst ganz gerne die Aufrufe und so anschauen. Ja, ihr werdet schon unter dem Video auch wieder verlinkt sein. Aber der YouTube-Kanal wurde wahrscheinlich dann auch in den Namen umbenannt, wann es weitergeht. Weil Discord-Account heißt da so, Insta-Account heißt da so, deswegen, ja. Zum Thema, wieso der Insta-Account umbenannt ist und so, oder Neichen gibt, da ich dann wie gesagt die nächste Zeit drauf hänge. Ja. Discord-Server darf es auch ein Neichen geben, wenn es weitergeht. Oder wenn es, wie gesagt, den Bug drauf habt. Genau. Das war da so mein Ding. Also, es darf dann netter, oder wann dann netter mit einem Story-Projekt weitergehen. Muss ich ja ganz klar dazu sagen. Weil auf was anderes hätte ich keinen Bug nicht. Mein Story-Projekt, das zeichnet meinen Kanal irgendwie aus. Das, damit habe ich angefangen. Auf das habe ich einen Bug wieder. Jetzt im 22 auf dem Safe-Game mit dem Hof, was ich jetzt habe und alles. Hof da jetzt auch nächste Folge sehen und Fuhrpark, den anderen Fuhrpark, genau. Ich möchte das Video jetzt nicht zu lang machen. Wenn es gut ankommt, dann gibt es am Mittwoch das nächste Video. Auch mit richtiger Story, mit Hof, mit den anderen Leuten. Und alles.
Genau, ich darf es eh schon wieder fast zu einem Abschluss bringen, das Video. Ich darf nämlich in den Hof gerne erst nächste Folge herzeigen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mir ein Like freuen, wie gesagt. Kritik gern gesehen. Wenn euch irgendwas ans, ja, genau. Zeige ich dann eh, wie das Video ankommt und so. Wie gesagt, jetzt, ich möchte es nicht zu lange machen, das Video, damit es einfach die meisten Leute sehen, dass sie auch wissen, um was in dem Projekt dann gegangen hat und alles. Einfach damit, ja, damit auch möglichst viele Leute wirklich das Video anschauen, damit sie sehen, ob also ein Projekt wieder erwünscht war, sage ich mal, oder nicht. Recht für was anderes gab es nicht, weil Let's Play ist nicht meine Sache. Möchte ich nicht so ein richtig so ein RP-Projekt wie Agefiling ohne Timelapse mit netter RP möchte ich auch nicht mehr machen. Und dann so ein Story-Projekt wieder mit Timelapse drin, aber auch wieder ein bisschen EP drin, das seht ihr dann eh, wie das eingeworfen hat. Genau. Das war dazu quasi das Ding, was wieder gekommen hat, wenn es Bock drauf hat. Und ja, genau. Habe ich gerade schon gesagt, ich möchte es wieder nicht langhalten. Somit dann ich mich jetzt schon wieder verabschieden für euch. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video Mittwoch wieder, wenn ihr darauf Lust habt. Und somit sage ich Servus und wird euch.